Hallo liebe DAE-Follower, Lorenzo Zimmer hier mit dem nächsten Video aus dem Land der Sümpfe und Pelikane. Es rattert und wackelt hier ganz schön, ihr könnt es wahrscheinlich euch schon denken. Ich bin auf dem Fahrrad und das gibt euch einen Hinweis darauf, worum es im heutigen Video gehen soll, nämlich um die Mobilität hier auf dem Campus der Louisiana State University. Als erstes gibt es von mir noch mal einen kurzen Zwischenstand zum Wetter. Ihr seht, mir scheint schon wieder die Sonne ins Gesicht, wenn ich nicht gerade durch den Schatten laufe. Es gab allerdings in der Zwischenzeit seit dem letzten Video noch mal 2 Tornado-Warnungen. Unser Strom war auch noch mal weg für den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend, kam dann in der Nacht zurück. Aber wie es im Leben immer so ist es auch hier in Louisiana. Auf Unwetter und Regen folgt auch immer wieder Sonnenschein und mittlerweile ist wieder das gute sommerliche Wetter, frühlingshafte Wetter zurückgekehrt und so scheint uns jetzt die Sonne schon wieder ins Gesicht und die Stürme sind vergessen. Dass die Tornadosaison noch bis Juni anhält und es immer wieder Stürme geben wird, soll uns nicht davon abhalten, uns heute mal mit dem öffentlichen Nahverkehr und dem Verkehrssystem auf dem Campus generell zu beschäftigen. Ich habe es euch im allerersten Video hier aus Louisiana schon gesagt, es gibt hier massenweise Parkplätze auf dem Campus. Überall stehen Autos. Das liegt daran, dass die meisten Studierenden anderen als an deutschen Unis eben doch mit dem Auto zur Universität kommen. Die Studierenden, die mit dem Auto zur Uni kommen, parken auf einem der zahlreichen Parkplätze, die es hier wie gesagt überall gibt und haben dann in der Windschutzscheibe so ein Parkers-Permit hängen. Das kriegt man einfach wie mit dem Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland, kriegt man das hier mit dem Studierendenausweis jedes Semester erneuert und hängt sich das dann einfach, wenn man parkt, in die Windschutzscheibe. Im inneren Campus dürfen nur Professorinnen, Professoren und andere Angestellte der Universität parken. Es gibt also Schranken und so kleine Wärterhäuschen. Da sind wir bisher auch nicht reingekommen. Wir haben aber uns auch gar kein Parkers-Permit beantragt, weil wir unser Auto abgegeben haben und mittlerweile fast nur noch Fahrrad fahren. Als Fahrradfahrer gehören wir hier an der LSU zur absoluten Minderheit. Viele Studierende gibt es nicht, die mit dem Fahrrad zur Uni kommen. Es gibt so ein paar Mietbike-Stationen, wo man sich elektrische Fahrräder ausleihen kann. Einige kommen natürlich auch mit dem eigenen Fahrrad. Wie wenige das sind, sieht man immer wieder an den ziemlich leeren Fahrradständern. Es gibt aber zumindest einen Studierenden, der sich sogar seinen eigenen Fahrradstellplatz mit einem kleinen Schildchen sichert. Was auf dem Campus der LSU und um ihn herum ganz gut funktioniert, sind die lilanen Tiger Trail Busse. In so einem sitze ich jetzt auch gerade. Und der ersetzt hier um die Universität herum quasi das öffentliche Verkehrssystem, das ansonsten nicht wirklich existent ist. Diese Tiger Trail Busse haben sich 2008 vom eigentlichen öffentlichen Verkehrssystem der Stadt abgespalten. Vorher war das sozusagen ein großes System. Mittlerweile hat die Uni ihre eigenen lila-gelben Busse. Und wir haben uns sagen lassen, dass das eigentliche Verkehrssystem, also das städtische, seitdem nicht mehr wirklich funktioniert. Auf die Busse kann man sich überhaupt nicht verlassen. Und wir haben einmal probiert, mit einem zu fahren, haben eine Dreiviertelstunde gewartet, es kam nichts und dann haben wir es aufgegeben. Sehr gut funktionieren diese Tiger Trail Busse, von denen etwa 30 Stück auf und um den Campus verkehren. Damit kommt man auf dem sehr weitläufigen Universitätsgelände eigentlich sehr gut von A nach B. Und jeder, der nicht mit dem Auto da ist, nutzt eigentlich diese Busse. Anders als in Deutschland gibt es allerdings keine wirklichen Fahrpläne. Zumindest hängen die nicht an den Haltestellen aus. Daran mussten wir uns auch erst mal gewöhnen. Wir haben allerdings mittlerweile mitbekommen, dass es eine App gibt, in der man sich ziemlich gut darüber informieren kann, wann die Busse kommen und vor allem auch, wo sie hinfahren. Das Nutzen dieser universitären Busse ist an sich kostenlos, zumindest für Angehörige der Universität, also für Angestellte und für Studierende. Wir haben uns allerdings verraten lassen, dass auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger in Baton Rouge den Bus nutzen und das auch weitgehend geduldet wird. Wir haben also noch keine Kontrolleure oder sowas gesehen. Das einzige Hindernis, was wir erstmal zurücklegen mussten, ist, dass man diese erwähnte App, die auch den Fahrplan enthält und die einem sagt, wo der Bus hinfährt, nicht im deutschen App Store verfügbar ist und man nicht mit einer deutschen Handynummer runterladen kann. Wir mussten also erstmal amerikanische Handynummern besorgen, um dann auch Zugang zum amerikanischen App Store zu haben und dann konnten wir die App runterladen. Das war am Anfang ein bisschen verwirrend, aber inzwischen haben wir es hinbekommen. So, jetzt sind wir aus dem Bus ausgestiegen und jetzt kann ich wieder ohne Maske zu euch sprechen. Das noch als kleiner Hinweis am Rande. Ich glaube, inzwischen sind ja auch in Deutschland die meisten Maßnahmen und Maskenpflichten wieder gefallen. Aber hier in Baton Rouge ist der Bus ohnehin schon seit längerem der einzige Ort, wo man noch Maske trägt. In Supermärkten und so weiter. Solange man genügend Abstand zu anderen hält, braucht man die Maske sowieso nicht mehr. Sie wird also nur noch im öffentlichen Nahverkehrssystem benutzt. Das war's schon wieder für diese Woche.
fernab von jeder Stadtbahn- und jeder Radwegsdiskussion wünsche ich euch wie immer alles Gute, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich mich melde aus dem Land der Sümpfe und Pelikane. Schöne Grüße aus Baton Rouge, euer Lorenzo.